und ich singe diese Lieder. In Berlin-Lichterfelde lebt Susa Wagner gemeinsam mit ihrem Ehemann Jan in einem gemütlichen Einfamilienhaus. Seit der Geburt von Söhnchen Max vor 8 Monaten ist das Glück der jungen Familie perfekt. Susa kann es kaum erwarten, dass Jan am Abend von der Arbeit nach Hause kommt. Denn der Elektroniker feiert heute seinen 31. Geburtstag. Gleich kommt der Papa nach Hause und dann feiern wir Geburtstag. Freust du dich, Schatz? Hm? Ja, freust du dich auf den Papa? Freust du dich auf den Papa? Guck mal. Hm? Was ist denn das? Währenddessen befindet sich Susa Wagners Ehemann Jan in einem Parkhaus am anderen Ende der Stadt und scheint auf jemanden zu warten. Was ist denn? Was ist los mit dir? Susa wartet währenddessen zu Hause auf ihren Mann. Die 30-Jährige hat liebevoll einen Geburtstagstisch für Jan hergerichtet und freut sich auf eine kleine Feier mit ihren Liebsten, als es plötzlich an der Tür klingelt. Hallo. Ja. Sind Sie Frau Wagner? Ja. Dürfen wir kurz rein, ja. Bitte? Susa bricht emotional zusammen, als die Polizeibeamten ihr mitteilen, dass ihr Mann tot ist. Mein Mann ist nicht tot. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big. 2 Wochen später steht Susa noch immer unter Schock. Doch die Berlinerin versucht, für ihren 8 Monate alten Sohn Max stark zu sein. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch. Die 30-Jährige ist dankbar, dass Rechtsanwältin Brigida Braun ihrer langjährigen Mandantin beisteht und sich um Jans Nachlass kümmert. Es gibt eine Lebensversicherung, sehe ich. Ja, mein Mann Jan hat eine Lebensversicherung abgeschlossen vor einem Jahr. Er wollte, dass, falls ihm was zustößt, der Kleine und ich abgesichert sind. Und ja, so makaber sich das anhören mag, aber ich bin wirklich froh, dass er es getan hat, weil ohne die Lebensversicherung wäre ich aufgeschmissen. Das ist doch klar. Du lieber ich Gott. Muss natürlich, natürlich. Hallo. Wir müssen mit Ihnen sprechen. Dürfen wir eintreten? Ja, bitte. Kommen Sie rein. Danke. Guten Tag. Hallo. Ach, guten Tag, Polizei im Haus. Was gibt's denn? Frau Wagner, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Staatsanwaltschaft demnächst die Akte Ihres Mannes schließen wird. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist es nun mal so, dass wir hier keine Straftat feststellen können und auch von dem Unfall nicht ausgehen. Wir sind der Überzeugung, dass Ihr Mann Selbstmord begangen hat. Wie kommen Sie denn darauf? Weil es keinerlei Hinweise gibt, die darauf schließen lassen, dass ein Fremdverschulden vorliegt. Außerdem konnten wir ermitteln, dass Ihr Mann schon über 6 Monate arbeitslos war und von seinem Hausarzt auch Antidepressiva verordnet bekommen hatte. Weiterhin, Frau Wagner, kommt dazu, dass der Wagen Ihres Mannes im 4. Obergeschoss des Parkhauses gefunden worden ist. Und so wie wir den Körper Ihres Mannes unten aufgefunden haben, gehen wir davon aus, dass er selbst gesprungen ist. Wovon reden Sie denn da eigentlich? Antidepressiva, seit Monaten arbeitslos, davon wusste ich überhaupt nichts. Frau Wagner, verbleibt mir nur noch, Ihnen den Autoschlüssel Ihres Mannes zu übergeben. Wir können ja jetzt erstmal leider nicht mehr viel für Sie tun. Wenn es was Neues gibt, halten wir Sie auf dem Laufenden. Für heute war es das erstmal. Wir verabschieden uns, wir finden selbst raus. Vielen Dank. Aber Jan ging's doch die ganze Zeit gut. Er ist doch jeden Tag auf die Arbeit gefahren. Jan würde sich doch nie im Leben selber irgendwas antun. Ich verstehe das alles nicht. Ich kann mir das auch nicht erklären. Also Frau Wagner, tut mir wirklich von Herzen leid. Im Moment bekommt sie doch wirklich eine Schreckensnachricht nach der anderen. Und ich werde ihr noch schonend beibringen müssen, dass ihre Lebensversicherung bei Selbstmord nicht zahlt. Nun, in der Regel zahlt eine Lebensversicherung in einer solchen speziellen Fallkonstellation erst dann, wenn sie 3 Jahre bedient wurde. Diese besteht aber erst seit einem Jahr. Ich konnte es ja einfach nicht sagen, sie hätte es nicht vertragen. Susa zieht sich immer mehr zurück.
Ihre Gedanken kreisen nur noch um die Frage, ob ihr Mann tatsächlich Selbstmord begangen hat. Da die junge Mutter nicht mehr ans Telefon geht, sehen ihre Geschwister Angela und Torben Bachmann zwei Tage später nach dem Rechten. Jan hätte uns beide doch nie einfach so alleine gelassen. Da war Jan überhaupt nicht der Typ dafür. Und, Ich weiß, dass du das nicht wahrhaben willst, aber wenn wir mal ehrlich sind, so richtig kannte Jan noch keiner. Und monatelang hat er uns verschwiegen, dass er arbeitslos ist, dass er Antidepressiva nimmt. Und ich wünsche es mir auch so sehr, aber es spricht einfach alles dafür, dass er es wirklich getan hat. Ich war der einzige Mensch, der Jan wirklich kannte. Und ich weiß, dass er sich nicht einfach so umbringen würde. Ich glaube einfach nicht daran. Jan war ein Stehaufmännchen, das weißt du selber. Ja, ich gehe schnell zur Tür. Ja, da hast du recht. Aber auch wenn die Polizei davon ausgeht, dass es ein Selbstmord gewesen ist, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Jan sowas tut. Ja, ich auch nicht. Ich glaube es einfach nicht, dass Jan sich umgebracht hat. Ich glaube nicht, dass es ein Selbstmord war. Tut mir leid. Hallo zusammen. Hallo. Hallo, Frau Wagner. Mensch. Es tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber ich habe gerade ein Fetzen Ihres Gesprächs mitgehört. Also Sie haben natürlich vollkommen recht. Es ist für Sie existenziell wichtig, dass die Todesursache ein Unfall gewesen ist und kein Suizid. Sonst haben Sie mit der Versicherung richtig Probleme. Warum das denn? Naja, der Grund liegt auf der Hand. Schauen Sie, bei Lebensversicherungen ist es so, Sie leisten bei einem Selbstmord erst dann, wenn die Versicherung mindestens 3 Jahre lang bedient wurde. Ich weiß aber, dass Ihr Mann die erst vor knapp einem Jahr abgeschlossen hat. Das bedeutet, sie würde von der Leistungspflicht frei werden. Aber ich brauche dieses Geld. Ich bin Hausfrau. Ich habe keine Ersparnisse. Und mal ganz ehrlich, die Polizei geht von einem Selbstmord aus. Wie soll ich denn beweisen, dass mein Mann sich nicht umgebracht hat? Frau Wagner, Sie können das nicht, aber deswegen bin ich ja da. Schauen Sie, ich habe jetzt schon Akteneinsicht genommen und ich habe auch mit dem Arzt gesprochen, der Ihren Mann zuletzt behandelt hat. Also Folgendes ist dabei herausgekommen. 3 Wochen vor seinem Tod hat Ihr Mann den Arzt aufgesucht wegen erheblicher Schlafstörungen. Der verschrieb ihm ein Schlafmittel. Nun, das Schlafmittel funktionierte offensichtlich nicht. Ihr Mann ging nochmal zum Arzt und bekam dann von ihm ein Antidepressivum als Beruhigungsmittel. Ich fragte den Arzt, gab es da eine Depression? Nee, aber er hat das als Beruhigungsmittel verschrieben, weil Ihr Mann sonst vom Schlafmittel abhängig geworden wäre. Das war seine Aussage. Ja, aber das klingt nicht nach einem depressiven Mann. Ja, da haben Sie vollkommen recht, da bin ich ja bei Ihnen. Und deswegen wundert es mich, dass die Polizei sich das so einfach macht und sagt einfach hier Selbstmord und wunderbar. Darüber hinaus, und das ist doch ganz interessant, habe ich herausgefunden, dass Ihr Mann, Frau Wagner, das Rezept nie eingelöst hat. Das heißt, er hatte die Antidepressiva nie eingenommen. Na, vielleicht war er zu schwach und konnte es deshalb nicht selbst einlösen. Quatsch! Jan war nicht depressiv, das hätte ich doch gemerkt, Torben. Ja, aber wenn wir bei diesem Thema sind, Frau Wagner, sagen Sie mal, hat sich Ihr Mann in der letzten Zeit irgendwie verändert? War er angespannt, nervös? Hatte er Stress mit Leuten, mit Kollegen? War etwas anders Nein. als sonst? Jan hatte keine Probleme, egal ob das Arbeitskollegen waren, ob das Freunde waren. Es ist doch egal gewesen, wo Jan hingekommen ist. Der war immer beliebt. Wirklich. Tja, aber wenn das so ist, was Sie mir erzählen, dann... Also das sieht alles nicht nach einem Suizid aus. Frau Wagner, ich mache mich auf den Weg. Ich werde der Sache auf jeden Fall nachgehen. Vertrauen Sie mir, ich werde so lange graben, bis ich was finde. Meine Mandantin scheint sich nun wirklich sehr sicher zu sein, dass ihr Ehemann keinen Selbstmord begangen hat. Ich kann ihr da nur beitreten. Meine Aufgabe wird nun sein, auch die Versicherung davon zu überzeugen, denn erst dann fließt die Versicherungssumme an Sie und Ihre finanzielle Existenz wäre gesichert. Nun, eine weitere Katastrophe wie eine Privatinsolvenz kann sie in dieser Situation wirklich nicht brauchen. Um den Kopf frei zu bekommen, haben Susa und ihre Geschwister mit Max einen kleinen Spaziergang gemacht. Als sie eine Stunde später zum Einfamilienhaus der 30-Jährigen zurückkehren, erwartet sie dort eine böse Überraschung. Ey, Tom, Angela, schaut euch das mal bitte an. Was machen die da? Kennst du die? Nein. Ich kenne sie eben nicht. Entschuldigung. Hallo? Was machen Sie auf dem Gelände? Und warum machen Sie hier Fotos? Ah, Entschuldigung, wir hatten vorhin geklingelt, da war gar keiner da. Und jetzt haben wir Sie gar nicht kommen hören. Guten Tag, mein Name ist Schaller, das ist Herr Müller, ein Makler unserer hauseigenen Immobilienabteilung. Ich bin von der Bank und wir müssen dringend Fotos von Ihrem Haus machen wegen der Zwangsversteigerung. Was denn für eine Zwangsversteigerung? Wovon reden Sie denn bitte gerade? Ja, es tut mir leid, aber Sie und Ihr Mann haben die letzten Raten des Hauses... Herr Schaller,
Erstens ist es nicht mein Mann. Mein Mann ist vor kurzem verstorben. Mein Beileid. Das tut mir wirklich sehr leid. Danke. Aber Sie wissen schon, dass Sie die letzten 4 Raten nicht überwiesen haben. Und da Sie weder auf unsere Mahnungen noch auf unser Kündigungsschreiben reagiert haben, blieb uns nichts anderes übrig, als das Haus zwangs zu versteigern. Und das haben wir Ihnen schriftlich mitgeteilt, auch dass wir heute hier sind. Herr Schaller, ich hab mich die letzten Wochen nicht um meine Post gekümmert. Ich konnte das nach dem Tod von meinem Mann überhaupt nicht. Und ich hab überhaupt gar keine Ahnung, dass die Raten nicht bezahlt wurden, weil mein Mann bei uns zu Hause die Finanzen immer gemacht hat. Ja, das tut mir sehr leid, dass Ihr Mann Ihnen davon nichts erzählt hat. Aber Sie müssen sich darauf einstellen, bald die Koffer packen zu müssen. In circa 2 Monaten findet der erste Versteigerungstermin statt. Und wenn dann jemand Ihr Haus ersteigert, dann müssen Sie sich darauf einstellen, bald umzuziehen. Herr Pfanne, Sie haben doch gehört, dass Ihr Mann vor kurzem gestorben ist. Sie können doch nicht einfach eine Frau mit ihrem kleinen Baby vor die Tür setzen. Es muss eine Lösung dafür geben. Sie haben doch gehört, dass sie nichts davon wusste. Ja, das tut uns jetzt auch sehr leid, aber wir können da auch nichts dran ändern. Und ich würde jetzt ganz gerne mal ins Haus reingehen, ein paar Fotos machen, um den Wert zu verurteilen. Hey, hey, wie kann man nur so taktlos und unsensibel sein? Das ist immer noch das Haus meiner Schwester. Und Sie wissen, dass Sie unbefugt das Gelände betreten haben? Also, das Hausfriedensbruch. Also, machen Sie, dass Sie wegkommen, sonst rufe ich die Polizei. Aber ganz schnell. Ja, ja, Entschuldigung. Wir wollten ja noch mal gucken, ist okay. Ich halte das alles nicht mehr aus. Es kommt eine schlimme Nachricht nach der anderen. Wenn meine Anwältin mir da nicht helfen kann, dann bin ich vielleicht in 2 Monaten obdachlos. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat. Während Susa und Rechtsanwältin Brigida Braun versuchen, bei der Bank die drohende Zwangsversteigerung abzuwenden, will Privatdetektiv Mike Linkesch im Auftrag der Anwältin in der Rechtsmedizin mehr über die genaue Todesursache des Familienvaters herausfinden. Linkesch, mein Name. Privatdetektiv. Und zwar, Sie haben doch vor ein paar Wochen einen jungen Mann obduziert. Jan Wagner. Erinnern Sie sich? An Namen kann ich mich immer nicht erinnern. Woran ist er denn gestorben? Er ist aus dem Parkhaus gestürzt. Angeblich handelt es sich allerdings um Selbstmord. Ja, der Parkhaus-Selbstmörder. Ich weiß Bescheid. Ja, kann ich mich gut daran erinnern. Der hatte über 30 Knochenbrüche. Ja, okay, laut Akte hat der auch noch Rippenprellungen, die allerdings nicht aus diesem Sturz resultierten. Ja? Können Sie sich vielleicht erinnern, wie alt die sein könnten? Die waren kaum älter als einen Tag. Okay. Laut Polizeiakte soll es sich dabei um Sportunfall gehandelt haben, weil Herr Wagner war leidenschaftlicher Handballer. Ja? Allerdings könnten diese Verletzungen auch ihm außerhalb des Sports zugefügt worden sein? Also theoretisch wäre das natürlich eine Möglichkeit, ja. Aber worauf wollen Sie hinaus? Ich meine, es war Selbstmord und nichts anderes. Naja, ganz einfach. Könnte nicht auch sein, dass er eventuell aus dem Parkhaus gestoßen wurde? Also bei der Untersuchung wurden wirklich alle Eventualitäten berücksichtigt. Und am Ende sprach es für den Selbstmord. Was macht Sie denn da jetzt so sicher? Ich demonstriere Ihnen das mal anhand einer Scheibe Toast. Okay. Nehmen wir mal an, diese Scheibe Toast ist der Herr Wagner. Und die Kante des Tisches ist der 4. Stock des Parkhauses. Selbstmörder haben immer die Tendenz, mit der Vorderseite zuerst zu springen. Jetzt nehmen wir mal an, die Marmeladenseite ist die Vorderseite von dem Herrn Wagner. Können Sie mir folgen? Ich bin gespannt wie ein Regenschirm. Aufgrund der Größe und des Gewichtes von Herrn Wagner und aufgrund der Höhe des Parkhauses hat Herr Wagner im Fall genau eine Umdrehung gemacht und ist dann auf der Vorderseite gelandet. Ah, ja. Wenn es im Parkhaus zu einem Kampf gekommen wäre, wäre Herr Wagner mit der Rückseite zuerst gestürzt und wäre dementsprechend auch auf der Rückseite gelandet. Okay. Gut, haben Sie vielen Dank. Rechtsanwältin Brigida Braun und Privatdetektiv Mike Linkesch wollen am Mittag im Parkhaus nach möglichen Beweismitteln suchen. Die Anwältin hat von der Bank eine Fristverlängerung von 4 Wochen bekommen und setzt nun alles daran, herauszufinden, ob Susas Mann tatsächlich Selbstmord begangen hat. Also im 3., 4. Stockwerk ist gar nichts. Also ich habe nichts gefunden. Hast du irgendwas gesehen oder so? Nee, du gar nichts. Also ich suche noch weiter, ist blöd. Okay, ich check mal unten die Lage, ob da irgendwas zu sehen ist, ja? In Ordnung. Alles klar, bis gleich dann, wa? Bis gleich, ja, tschüss. So was hier. Mike, ich hab was. Was ist denn los? Du, guck mal. Das hing da so. Eine Mütze. Guck mal. Meinst du, die ist vom Opfer, die Mütze? Tja, was weiß ich mehr. Die kann jedem gehören, aber ganz komisch. Also, könnte ja sein. Stell dir mal vor, stell dir vor,
Wagner war hier und nicht in der vierten Etage. Ach so, du meinst, dass er praktisch aus diesem Stockwerk gefallen ist? Ja, aber ich meine, spielen wir das doch mal gedanklich durch. Mhm. Wagner ist hier, er will sich umbringen. Mhm. Was macht er? Er stellt sich hier an die Brüstung, kippt vornüber. Der Weg nach unten ist natürlich kürzer als von der vierten Etage, macht eine halbe Drehung und landet auf dem Rücken. So, und jetzt spielt die ganze Geschichte noch einmal durch und er wird gestoßen. Ach so, okay. Also praktisch, er steht mit dem Rücken zur Außenseite des Parkhauses, wird gestoßen, fällt natürlich mit der Rückseite zuerst runter, aber durch die halbe Drehung kommt er mit der Frontseite auf, meinst du? So ist es. Könnte sein. Überleg mal, so ist er doch aufgefunden worden. Das wäre doch eine Möglichkeit. Stimmt. Uns fehlen nur noch die Beweise. Wir haben die Mütze. Also weißt du, was wir machen? Wir fahren jetzt zu Frau Wagner. Vielleicht ist es sein. Verdammt noch mal. Kann durchaus sein. Und vielleicht kann sie das identifizieren. Wir wären einen Schritt weiter. Komm. Na, dann lass uns. Zur gleichen Zeit hat Susa Besuch von ihrem Bruder Torben. Der Webdesigner ist extra in der Mittagspause vorbeigekommen, um nach seiner Schwester zu sehen. Die junge Mutter versucht zwar stark zu sein, aber sie leidet sehr unter dem mysteriösen Tod ihres Mannes und ist dankbar für jede Ablenkung. Ich will mit Jan sprechen. Hey, hallo? Ich weiß, was der ist. Ein Arschloch ist das. Hey, Jan, komm raus! Komm raus, komm. Sie können doch nicht einfach so in meinem Haus platzen. Sie sehen doch gleich das Kanolchenmann her. Ganz gut. Der ist ganz tot. Er ist tot. Gleich ist er tot. Ich meine gleich tot. Verlassen Sie sofort mein Haus, bitte. Hüschchen, nimm die Flossen weg, sonst kriegst du sofort eine. Verlassen Sie bitte mein Haus. Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich will Ihren Mann sprechen. Verlassen Sie bitte mein Haus oder ich rufe die Polizei. Raus. Sonst vergesse ich mich. Raus mit Flossen weg. Hör auf damit. Ich komm wieder. Verlassen Sie ich komm wieder. Das können rufe Sie dem Scheiß gar bestellen. Der kriegt doch sein Fett weg. Reiß! Raus! Ich komm wieder. Hier, hier. Hau ab. Verpiss dich. Wer war das denn, Tom? Und was wollte der denn von Jan? Ich hab keine Ahnung. Mann, Tom, ich verstehe das alles nicht. Was ist denn eigentlich hier los? Jeden Tag erlebe ich irgendeinen anderen Horror. Ich kann das auch nicht mehr. Warum sind die Leute denn so sauer? Komm, wir gehen rein. Ich bleib erstmal hier. Nicht, dass der Psychotyp nochmal wiederkommt. Obwohl Torben angeboten hat, seiner Schwester beizustehen, hat Susa darauf bestanden, dass er zurück zur Arbeit fährt. Kurze Zeit später statten Rechtsanwältin Brigida Braun und Detektiv Mike Linkesch der jungen Witwe einen Besuch ab, um sie über den neuesten Stand ihrer Ermittlungen zu informieren. Kennen Sie das? Ja, klar. Das ist Jan, seine Mütze. Wo haben Sie die denn genau gefunden? Ja, das ist eben das Kuriose. Also auf dem zweiten Parkdeck. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass er auf jeden Fall kurz vor seinem Tod dort war und vielleicht auch von dort aus sozusagen seinen Tod gefunden hat. Und ja, unterstellt eben die Theorie des Rechtsmediziners über den Fall des Körpers nach unten, würde ich sagen, da haben wir dann Zweifel an dem Selbstmordgedanken und gehen davon aus, dass ihr Mann gestoßen wurde. Aber wer hätte Jan denn bitte umbringen wollen? Ja, das wissen wir leider selber auch noch nicht. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass das ein Unfall war, aber ja, seit heute Morgen weiß ich selber nicht mehr wirklich, was ich glauben soll. Wie darf ich das jetzt verstehen? Ja, heute Morgen ist ein Mann hier reingeplatzt. Ich möchte vorwegnehmen, ich kenne den überhaupt nicht. Der ist hier reingeplatzt, der war total aggressiv, hat nach Jan geschrien, wollte Jan unbedingt sprechen, sowas von aufgebracht. Und wenn Torben, mein Bruder, nicht da gewesen wäre, der hat ihn dann rausgeschmissen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre. Und als er dann raus ist, hat er noch irgendwas hier im Garten geschrien, von wegen, ja, er wird schon seine gerechte Strafe kriegen. Aber wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was er von Jan wollte. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Hat er sich nicht erklärt? Nein, eben nicht. Können Sie ihn beschreiben? Ja, jetzt nichts Auffälliges, also vielleicht ein Stückchen kleiner als ich, blaue Jeans, dunkelblaue Jacke, mittelblonde Haare, aber er sah jetzt nicht aus wie ein Schwerstkrimineller oder so. Entschuldigen Sie einen Moment, Mike, wärst du doch so nett. Könntest du mal in die Nachbarschaft gehen und mal nach diesem Typen fragen? Vielleicht kennt ihn jemand oder er war hier schon öfter und lungerte vielleicht ums Haus, wir wissen das ja. Ich werde mich mal kümmern. Ja? Tschüss, Herr Winkisch. Alles Gute, ja, danke. Tschüss. Danke, du, wir hören uns dann. Ne? Aber wer sollte Jan denn was antun wollen? Also Anhaltspunkte habe ich auch keine. Aber in diesem Zusammenhang, hatten Sie in den letzten Tagen vielleicht die Möglichkeit und die Zeit, mal in den Sachen Ihres Mannes zu stöbern? Vielleicht finden wir da einen Hinweis. Ich weiß, dass Sie Informationen brauchen. Mir tut das auch leid, aber
Ich habe einfach nicht die Kraft, mich damit zu beschäftigen. Ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Frau Wagner, hätten Sie was dagegen, wenn ich da so ein bisschen stöbern würde? Nein, überhaupt nicht. Wollen Sie vielleicht einen Tee oder sowas trinken? Sehr gerne. Furchtbar gerne, ja. Dann zeige ich Ihnen jetzt schon mal den Weg hoch. Gut. Brigida Braun durchsucht alle Unterlagen und Notizen des verstorbenen Familienvaters nach möglichen Hinweisen. In seinem Computer wird die engagierte Rechtsanwältin schließlich fündig. Ich habe herausgefunden, dass Ihr Mann vor ein paar Wochen sich eine neue E-Mail-Adresse zugelegt hat. Jan? Hm? Nein, auf keinen Fall. Jan hat immer nur eine E-Mail-Adresse benutzt. Nee, also ganz offensichtlich nein. Die ist neu und hier ist auch ein Passwort. Ich gebe es einfach mal ein. Warten Sie mal. Was ist denn? Ja, jetzt sagen Sie schon, was ist denn? Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Ja, jetzt sagen Sie schon, was ist denn? Also, Ihr Mann hat ganz offensichtlich Männer erpresst, und zwar immer nur Männer, die fremdgegangen sind. Gemeinsam mit Anwältin Brigida Braun entdeckt Susa zahlreiche E-Mails, in denen ihr Mann Jan eindeutig Schweigegeld fordert. Für die 30-Jährige bricht eine Welt zusammen. Für mich steht eines fest. Er brauchte Geld und er hat sich dieses Geld versucht, durch Erpressung zu verschaffen. Er hat ganz offensichtlich seit Monaten keine einzige Rechnung mehr bezahlen können. Ich muss mich hinsetzen, tut mir leid. Ja. Das ist die Situation, in der er steckte. Und er kam da nicht weiter. Und also was interessant ist... Aber das ist doch nicht mein Jan. Mein Jan ist doch kein Verbrecher. Naja, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also er hat versucht zu erpressen. Für mich ist nur eines klar. Aus den Kontoauszügen ging hervor, dass zu keinem Zeitpunkt 10.000 Euro da drauf geflossen sind. Das bedeutet aber für mich, entweder haben die Erpressungen nicht funktioniert, also die Männer haben sich nicht drauf eingelassen, oder aber er hat das Geld bar bekommen und das nie auf das Konto eingezahlt. Warum auch immer, ja? Ja, Sie sagen, Ihr Mann ist kein Verbrecher. Klar ist für mich, er war verzweifelt genug, verstehen Sie, diesen Weg zu wählen, ja? Seien Sie mir nicht böse, aber ich brauche mal einen kurzen Moment für mich. Ehrlich. Es tut mir leid. Ich habe wirklich das Gefühl, als hätte ich meinen Mann überhaupt nicht gekannt. Anscheinend hat er wirklich ein Doppelleben geführt. Das macht mir wirklich Angst. Ich hätte ihm das nie zugetraut. When the daylight comes, you feel